Und willkommen zurück bei Testbank. Wir werden mal hier Nachforschung anstellen, was wir eigentlich hier zu tun haben. Oh Mann. Wie spiele ich das? Wie spiele ich das? Wo ist Feuern? Sag mir mal einer, wo Ballern ist. Also ich kann mich zwar bewegen, aber ich weiß nicht, wie ich feuere. Ah. Okay, ja, wir haben hier eine wunderbare Runde Space Invaders vor uns. Die wir alle mal vernichtet haben. Das macht der jetzt eine Dauerfeuer. Ja, das war's mit dir, du Misti. So, jetzt machen wir die da drüben noch platt. Nein! Das will ich nochmal machen. So, es hat sich das gleich hier. Ich habe meine ultimative Sonderstrategie ausgepackt, die euch alle platt machen wird. Das war wieder drüben wieder die Dreiergruppe, die gefährliche. Die kackt aber auch die ganze Zeit irgendwas raus. So, nur noch einer und du wirst jetzt sterben. Ah, vielleicht, also, wenn ich mich gut anstelle. Ich habe übrigens zuletzt irgendwo ein Bild davon gesehen, dass sie das als, sag ich mal, groß angelegte Straßengeschichte machen. Yay, Face Infectors. Okay, können wir, ja, das hat uns aber an sich aus einem Achievement eher wenig gebracht. Die Kamera raucht erstmal eine, vielleicht könnte ich die erstmal ausstellen. Hallo Kamera, kann ich dich irgendwie deaktivieren? What are you looking at? Na, das musst du mich gerade fragen. Ja, das ist eine Staring Competition. Was? Oh, ich mach die Kamera nervös. Na gut, dann guck ich mal lieber weg. Wir wollen hier keine Verlegenheit bringen. Mainframe of the Month. Oh, so möchte ich auch mal sein. Oh. Kann man das der Kamera zeigen? Anscheinend schon. Guck mal. Na, was sagst du dazu? Okay, die Kamera scheint sich unbeeindruckt davon zu zeigen. Okay, haben wir hier noch Sputnik rumliegen? Okay. All I need is a human heart. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Sollen wir irgendwo ein menschliches Herz herkriegen? Das finde ich sehr wunderbar. Geist um Matrix. Ja, das dachte ich mir schon. Vielleicht können wir mit dem Mainframe-Bild irgendwas anfangen, aber ich gucke mich erstmal hier um. Phototube, Lightbeam, okay, Differenziator, Puls, bla, ich weiß es nicht, vermutlich irgendwas. Aha, und hier haben wir Employee of the Month. Okay, nehme ich auch mal mit. Boah, könnte mir leise sein, das geht ja auf den Sack. Intelligence Quotient, okay, Fixed Point Address, Function Table, bla. Amply dein Mainframes. Oh, okay, kann man die irgendwie was rumstellen? Knöpfchen drücken? Irgendwas? Nö, ne? ABCDFS? Whatever. Das ist alles sehr verwirrend. Aber das ist ja auch nichts Neues. Was bist du, eine Jukebox? Oh. Signal, Signal, Signal. Das ist alles wunderschön. Was kann man denn hiermit machen? Keep fingers clear. Ich hab doch, also. Und jetzt? Komm mit Crunch. Wir können telefonieren mit den, fast bekannten Zeichen, aber nur auch nur ganz fast. Das sieht eigentlich aus wie so ein Tunnel, also der Hammer, der Nicht-Hammer, sieht aus wie so ein Tunneleingang auf einer Bahnstrecke, wenn das man sich auf einer Karte mal anguckt. Aha, Herr Kia. Neutral Terminus. Encrypted Military Trimatics. Aha. Das ist ein Labyrinth. Kann ich das machen? Oh. Hey, ich will Dingens haben. Wir können auf jeden Fall Komplex umherschmeißen. Das ist super. Jetzt haben wir noch die beiden Bilder. Ja, vielleicht sollte ich mir das aufheben. Ich verbrauche hier gerade Munition bis zum Get-No. Sorry, the dial tone of 2600 Hz is required to activate this trunk line.
Okay, wir müssen 2600 Hertz erreichen, um die Strippe zu aktivieren. Hier ist nur... Ich weiß, hier ist vielleicht Blödsinn, aber... Aha! Comet Crunch, yay! Bosunenwissel, wir haben eine Pfeife erhalten. Sind das 2600 Hertz? Ich glaube nicht, oder? Das menschliche Gehör reicht bis... Boah, 20.000 Hertz? War das so? Ich weiß nicht, ich guck mal, ob das funktioniert. Okay. Ja! Ja, also... also wir können die 1 wählen, um alle Daten herunterzuladen. Die 2 können wir wählen, um... nach hier... uns, ich sag mal, Erwachsenenfilme anzugucken. Die 3 können wir wählen, uns direkt mit dem Kreml zu verbinden. 666 können wir wählen, um den Satan zu rufen. Ich weiß nicht, woher kommt das Spiel eigentlich? Wenn ich jetzt... 9? Thank you for infiltrating the Iron Curtain Secure Net. To eject all sensitive information from our databanks, dial 1 now. Ich nehme mal die... Thank you for ordering from Barnyard the Barn Network. Was? Enjoy your deluxe Steers and Stones package. The committed value of 996,969 has been charged to your credit card. You try to explain yourself out of that one. Thank you for infiltrating the Iron Curtain Secure Net. To eject all sensitive information from our databanks, dial 1 now. 6... 6. Oh yes, hello. Can't get down on a blank. I've got a pie in the oven. We'll talk another time. Okay. Satan hat gerade einen Ofen in der Röhre. Ich wollte immer 911 wählen, aber das funktioniert nicht. Schade. Es liegen ja auf dem Handy rum. Ich hoffe, von denen haben wir noch einige. So, dann werden wir mal alles runterladen. Oder den Kreml anrufen? Wir rufen erstmal den Kreml an, ob das in Ordnung ist, was wir ja machen. Oh Mann. Oh Mann. Hallo. Wo ist nur die Hundeslein? Du musst dir nicht wieder von mir stehen. Wut. Okay, wir laden mal alles runter. Wunderbar. So. Ich will raus. So. Ja, ich probiere es nicht mit 110, das funktioniert vermutlich überhaupt nicht. Können wir noch irgendwelche andere Mist hier machen? 911 ging ja nicht. Wenn ich jetzt hier... Okay, das bringt nichts. Gut, dann lassen wir das mal. Dann nehme ich mal hier das Ding mit. Die Hauptdaten-Dinges, was steht da nicht drauf? Ferromagnetik, Neokontex, Damm, whatever. Also irgendwelche vermutlich super wissenschaftlichen Daten, die schreibgeschützt sind und es ist die Hauptkopie. Okay, dann gucke ich mal, ob ich hier wieder rauskomme. Yep. Target acquired, yay. Ich schätze mal, jetzt muss ich hier nur noch rauskommen, was? Ich probiere es mal mit dem Mainframe-Bild. Mal gucken, was da passiert. Das funktioniert auch. Super, ich bin jetzt ein Computer, ein normalerweise feststehender Computer und gehe hier mal raus, ne? Ist schon in Ordnung. Da ist ein Feuerdingens, aber komme ich nicht ran. Schade. Ein Eisalarm und ein Feueralarm?
Naja, alles der Reihenfolge nach, ne? Ich meine, Wasser haben wir jetzt schon. Jetzt hätte ich gerne ein bisschen Schnee. Ja, vielleicht ist mir Wasser dann doch lieber. Hört es auch wieder auf? Ja, okay. Okay, das war ziemlich bescheuert. Dann lassen wir das mal. Floor Lubricant. Yay. Super. Ja, nochmal. Normal. Ja. Pam. Oh, schade. Hier ist ein Wäscheschacht. Gar. Nee, ach, der Müllschacht, sorry. Da wollte ich doch gar nicht. Ich wollte die Aufzüge benutzen. Aua. Ah. Ich habe die Taube geschmuggelt. Wie komme ich jetzt auf diese Parkbank mitten in diesen japanischen Garten mit ausgekotzter Taube und. Was haben wir hier? Industrial Grade Breadcrumb Analog. Ach so, wir haben hier Brotersatz für die Tauben oder die Fische. Hopp. Da. Fischi. Hey. Fischi. Du, blöder Fischer, füll dich halt die Taube. Welcome Was? Back. Our benefactors wish to extend their gratitude. I hope you're ready for another job. This is a biotech engineer working for Raytheon Corp. Inside connections seem to have afforded him a particularly valuable artificial kidney. Estimated value on the red market's over 25 billion yen. We need you to extract this from him at any cost. Improvise. Ja. I know you'll do well by me. If you don't mind, I've got a landline to install. Also der Dekar hat sich wieder verdrückt. Diesmal ganz anders. Er hat auch seine Füße auf den Tisch gelegt, die dumme Sau. Das ist wieder unsere Missionsbeschreibung, Verschreibung. Und wir sollen jetzt, nachdem wir, ich weiß nicht, Dinge gemacht haben. Also ich weiß nicht, was wir jetzt in den japanischen Garten sollten, aber ich habe den Typen Brotkrumm hingeworfen. Da liegt er noch, ne? Den wollte er aber nicht haben. So, jetzt müssen wir diesen Mann hier finden. Und der ist vermutlich in diesem Restaurant, was durch dieses Ding markiert wird. Was wollte ich noch sagen? Da ist ein Kaugummi wieder. Das ist meiner. Lecker. Jedes Mal ist hier einer. Das ist schön. Da liegt übrigens ein Buch unter dem Tisch, aber egal. Ja, und wir sollen eigentlich jetzt, so wie ich verstanden habe, von dem einen Typen eine künstliche Niere klauen, die mindestens 25 Mille auf dem Schwarzmarkt bringt. Ja, mit dem Typen können wir weniger viel anstellen. Der hat seine Dinge auf den Tisch gelegt und ja. Der hat sich jetzt so ein bisschen verkrochen. Ich weiß nicht, warum er das immer macht, aber er scheint daran Freude zu finden. So, dann Missionsbeschreibung. Was? Rayton Pharmaceuticals, Central Depot, bla bla bla, Vera City. Wir sind also in Vera City, das ist schon mal sehr eindeutig. John Doe. Sind wir John Doe? Nimm eine Kapsel für jede Mission oder bis die Realität genügend verändert wurde. Missioniol Amphibamine Dextrose, das ist lecker. 1959 B, also die mit ihrer Jahresbeschreibung. Dr. Homer Dudley. Na, da haben sie vermutlich die zwei intelligentesten Intelligenzbolzen der Popgeschichte. Also Dudley kennen wir ja und Homer dürfte man auch kennen. Haben sie halt zusammengeworfen. Okay, dann hinein damit. Mhm. Klick, 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 pam. Da ist er ja. So, wir sind in der neuen Mission. Wir sind hier gerade mit der U-Bahn angekommen, aus irgendwelchen Gründen. Na gut, wir waren in der U-Bahn, das dürfte sich erklären. Und müssen jetzt den Cowboy verfolgen. Da weiß ich aber gar nicht, ob ich das so machen möchte. Der ist auf jeden Fall da hinten rum. Jetzt sind wir so in Chinatown, oder wie man das halt nennen mag. Hallo? Kann ich nicht rein, schade. Waschmaschine? Nein. Gullideckel? Auch nix. Hier kann ich auch nicht rein. Ja. Wir sollen also uns mal hinsetzen, aber eigentlich müssen wir den Cowboy verfolgen, aber ich denke mal, das ist mir vollkommen Bockwurst.
Wir können hier, glaube ich, nie wirklich verlieren in diesem Spiel. Und können das hoffentlich auch in der nächsten Folge nicht, denn ich werde mich erstmal hier hinsetzen. Hey, you, come sit. Was suche ich hier? So. Und dann werden wir uns mal Dinge hineinziehen. Aber das dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin erstmal. Tschüss.